Tumorboard oder auch landläufig Tumorkonferenz genannt, ist eine Besprechung von ärztlichen und nichtärztlichen Fachleuten in einer Klinik, die auf Tumorbehandlung spezialisiert ist. In diesen Besprechungen werden die individuellen Bedingungen der einzelnen Patienten besprochen und die Planung für die nächsten Schritte vorgenommen. Krebsbehandlung ist ein sehr komplexes Geschehen, an der viele beteiligt sind, und von daher ist es wichtig, dass von Beginn an in diesen Tumorkonferenzen alle zusammensitzen, um die nächsten Schritte gemeinsam individuell zu planen. Dem Patienten werden die Ergebnisse dieser Besprechung mitgeteilt und er entscheidet dann gemeinsam mit seinen Behandlern, wie die nächsten Schritte aussehen werden. Die Behandlung einer Krebserkrankung ist sehr komplex. Der individuelle Therapieplan eines Patienten sollte daher inhaltlich und zeitlich gut abgestimmt sein. Dieser Therapieplan auf der Basis der Empfehlung der Experten soll dem Patienten mehr Sicherheit bei seinen Entscheidungen geben. Patienten, die bisher nicht mit einem solchen Tumorboard in Kontakt gekommen sind, sollten sich in ihren Entscheidungsvorbereitungen auch in einem solchen Tumorboard vorstellen. Wir bei der Deutschen Krebsgesellschaft sind der Meinung, dass Behandlungsempfehlungen immer Qualität haben müssen. Diese Qualität in der Krebsmedizin ist nur zu erreichen, wenn Ärzte unterschiedlicher Therapierichtungen gemeinsam einen Therapieplan für den Patienten erarbeiten. Patienten sollten eine Therapie nicht durchführen, wenn diese nur auf dem Rat eines einzelnen Arztes beruht. Wir empfehlen daher, lassen Sie sich von Ihrem Arzt in eine spezialisierte Klinik mit Tumorboard überweisen. Von diesen spezialisierten Kliniken gibt es mittlerweile mehr als 1300.